Ja, der Test gegen Österreich, der ist, sagen wir mal, schon auch ein Stück weit in die Hose gegangen. Klar, so kurz vor einem großen Turnier ist es natürlich, sagen wir mal, doppelt ärgerlich. Aber ich sage auch nicht, dass man ein Spiel nicht mal verlieren kann. Ist klar, mal verliert man, mal gewinnt der Gegner. Das ist im Fußball jetzt auch kein großes Geheimnis. Aber die Art und Weise, wie wir gegen Österreich aufgetreten sind, und wie wir dieses Spiel verloren haben, das war, sagen wir mal, schon auch ein Stück weit eine Frechheit. Da muss ich auch mal in aller Klarheit, das muss man, da muss auch Raum sein, dass man hier, dass man auch, da kacke ich einfach nur noch ab. Ich habe diese Faxen richtig dicke. Das ist doch, das kann doch nicht sein. Wer muss denn Rede und Antwort stehen nach dem Spiel? Doch nicht der schöne Herr Neuer oder der feine Herr Özil. Nicht? Der guckt mich mit großen Augen an. Ja, sorry Trainer, wir haben es probiert, aber die Ösis waren heute schon aus, sagen wir mal, klar besser. Ja, sage ich, Mesut, wie probiert? Was habt ihr probiert? Wir sind doch nicht hier zum Probieren. Wir sind der Weltmeister, wir kommen doch um zu gewinnen. Ja, was soll denn die Scheiße da? Das ist ein Test gegen Österreich, da geht es so aus, sagen wir mal, ums Prestige. Ich hätte doch ganz klar auch gesagt in der Kabine, Jungs, heute. Da müssen Sie schon auch die Leistung abrufen. Österreich, hallo, geht raus und spielt, wie ihr noch nie zuvor gespielt habt. Aber nicht, als ob ihr noch nie zuvor gespielt habt. Der Arnautovic, der spielt euch Pappnasen doch in der Flugzeugtoilette schwindelig. Da seht ihr doch auf einem Langstreckenflug 10 Stunden lang, habt ihr doch keine Ballberührung, aber keine einzige Ballberührung. Ne? Ja, und klar geht's dann wieder los. Der klar geht's dann wieder los. Der Schlusspfiff. In Klagenfurt, der war noch nicht mal richtig verhallt. Da stand er schon hinter mir, dieser Cordoba-Fatzke, da dieser Toni Kranke. Ja, hallo, Herr Löw, gratuliere, tolle Leistung. Ja, hab ich da kimm ich mir doch vor wie ein Idiot. Herr Löw, darf ich Ihnen einen Tipp geben für die WM? Sage ich, komm, hau ab, zieh Leine. Nee, er lässt ihn abschütteln, steht da hinter mir. Herr Löw, einen Tipp. Sage ich, also los. Ja, geben Sie Ihre Jungs vor jedem Spiel bei der WM, lassen Sie jeden einzelnen 10 Liter Wasser trinken. Ja, sage ich, was soll denn das für ein Schwachsinn sein? Die laufen doch, sagen wir mal, schon auch die ganze Nacht auf die Toilette. Sagt er, richtig, aber Sie gewöhnen sich dadurch auch mal ans Gefühl des Ausscheidens. Ja, habe ich das notwendig? Ist doch eine Frechheit, sowas.